Zunahme von Steuereinnahmen aufgrund von durchaus noch moderatem Wachstum hat es noch nie gegeben in der deutschen Geschichte. Das ist gewaltig. Und insofern ist die Diskussion, die wir über Steuererhöhungen oder Solis haben, ist völlig abwegig. Der Bundesrechnungshof hat auch die Arbeitnehmereinkünfte geprüft und in allen Fällen, die er geprüft hat, hat er festgestellt, dass es zu fehlerhaften Steuerfestsetzungen gekommen ist. Das heißt, unser geltendes Steuerrecht scheint kaum vollziehbar zu sein. Das Bedürfnis, jedem einzelnen Steuerpflichtigen gerecht zu werden, seine Werbungskosten und Betriebsausgaben, Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen in jedem einzelnen Fall auf Heller und Pfennig zu berechnen, führt zu extrem vielen Fehlern in der Besteuerung. Erfahrungsgemäß ist der Umgang mit Pauschalen für die Verwaltung und die Steuerpflichtigen verhältnismäßig einfach. Weitere Probleme ergeben sich im Übrigen aus der Möglichkeit von Steuergestaltung in einer globalisierten Welt. Häufig sind Steuervermeidungen überhaupt nur möglich, weil es an einer gemeinsamen Strategie der Staaten auf internationaler und vor allem auf europäischer Ebene fehlt. Es ist an den Staaten hier, gesetzliche Regelungen zu treffen. Und wenn Amerika zum Beispiel das gleiche Außensteuerrecht hätte wie die Bundesrepublik Deutschland, dann hätten wir die Phänomene wie Amazon, Starbucks, Google und Ähnliches überhaupt nicht. Baden-Württemberg ist ein Land des Mittelstandes. Baden-Württemberg ist ein Land der Familienunternehmen. Und insofern sind relativ viele betroffen, wenn eine nicht maßvolle Regelung bei der Erbschaftssteuer verabschiedet wird. Das würde dazu führen, dass die Betriebsvermögen stärker besteuert werden, mit der Gefahr, dass die Eigentümer die Unternehmen verkaufen müssten. Und das wäre natürlich dann für die mittelständische Struktur, gerade hier in Baden-Württemberg, verhängnisvoll. Also dieser Vorschlag des Finanzministers ist strikt abzulehnen. Man sollte ja realistische Politik machen. Das auch, was dem verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebot nahe kommt. Dann komme ich zu dem Ergebnis, dass es wahrscheinlich das Sinnvollste ist, sich irgendwann einmal auf einen gleichförmigen, aber niedrigen, einstelligen Prozentsatz zu einigen, der dann für alles gilt. Weil der Vorsitzende der Steuergewerkschaft hier bei uns ist, der müsste eigentlich laut protestieren, weil das natürlich dazu führen würde, dass jede Erbschaft bewertet werden müsste und würde einen erheblichen Verwaltungsaufwand auslösen. Das ist der Grund, warum es eben eine problematische Lösung ist, die sonst so klug und einleuchtend klingt.